Auf eurem Stuhl hattet ihr ein kleines Etwas gefunden. Und als ich darüber nachgedacht habe, ich liebe das, wenn man anhand von Beispielen sowas zum Anfassen oder so geistliche Prinzipien versteht. Ja? So, und dann habe ich vorhin gedacht, wer ist derjenige, der etwas jetzt verstanden hat, wenn er dieses kleine Briefumschlägelchen aufmacht. So, und der Erste, der es gesagt hat, war tatsächlich die Elke. Was hast du gesagt? Da ist ja nichts drin. Da ist ja nichts drin. Habt ihr das auch festgestellt? Ich meine, da von dem Falten ist es so, dass man denken könnte, dieses Bunte könnte man rausziehen. Das kann man nicht. Es ist nichts drin. So, wir verschicken vom Dienst her diese Freundesbriefe. Ne? Da ist jetzt auch diese Gebetsaktion, das will ich gerade nochmal an der Stelle sagen. Ihr könnt euch hier diese Karten mitnehmen, könnt euer Gebetsanliegen draufschreiben. Ihr müsst nicht euren Namen draufschreiben und ihr könnt es dann hier ablegen. Oder ihr könnt es zum 20. Oktober mitbringen. Da wollen wir mit den Geschwistern von Stuttgart besonders für diese Gebetsaktion beten. Dafür ist das gedacht. Aber das Ding ist, wo ist denn hier? Wenn wir euch jetzt so einen Brief schicken würden, meistens sieht er so aus, mit unserem Logo drauf, bisschen anders variiert, aber schon so. Ihr würdet einen Brief bekommen, da ist auch eine Briefmarke drauf und ihr würdet den Brief aufmachen und es wäre nichts drin. Da ist ja nichts drin. Was würdest du denken? Ich kann es dir sagen, du würdest denken, reine Verschwendung. Du würdest denken, warum verschicken sie einen Brief mit einer teuren Briefmarke und es ist nichts drin? Um dieses Beispielchen jetzt ein bisschen lebendig zu machen. Das hier ist dein Brief zu Hause. Und der ist nicht leer. Das ist der Brief, den Gott uns allen geschrieben hat. Es wäre doch eigentlich schrecklich, wenn dieses Buch nur aus zwei Buchdeckeln bestehen würde und die Seiten da drin wären leer. Würdest du was vermissen? Würdest du es vermissen, diesen Brief nicht jeden Tag in der Hand zu haben und mal da reinzugucken, ob da was für dich drin ist? Würdest du es vermissen und müsstest du ab und zu mal Staub abwischen von diesem Brief? Ich habe mich jetzt mit einem Buch beschäftigt und dann schreibt er, also es ist ein Buch über die Offenbarung, und dann schreibt er, er trifft viele Gläubige, wo in ihren Bibeln hinten der Teil, also das Buch der Offenbarung, noch zusammengeklebte Seiten vom Druck hat. Sie haben noch nie in die Offenbarung reingeguckt, weil für viele Leute ist die Offenbarung Stressthema, weil es diese endzeitlichen Dinge beleuchtet. Aber du musst wissen, der ganze Brief ist hier endzeitlich. Er ist schöpferisch, er ist liebevoll und er ist endzeitlich. Und die Offenbarung ist lobpreislich. So, also wenn wir diesen Brief zu Hause öffnen, dann werden wir immer einen Gewinn haben. Es gibt so viele Briefe, die du jede Woche bekommst, immer noch, trotz Internet, die du aufmachst und wenn du schon am Absender siehst, woher der kommt, dann fühlst du etwas. Also, ich kriege manchmal so Briefe, manchmal, wirklich manchmal. Die kommen von irgendeiner Verwaltung, weil ich einen Strafzettel gekriegt habe. Es ist noch gemäßigt, also, ne? Ich habe noch keinen Punkt. Aber diese Briefe kennt ihr auch vielleicht. Oder Rechnungen. Es gibt viele solche Briefe und ich liebe diesen Brief, den die
Bibel mir geschrieben hat. Das ist ein persönlicher Brief. Du brauchst etwas für dein Herz und für deine Seele und du brauchst etwas für die Herausforderungen, in denen du stehst. Du brauchst etwas für die Dinge, für die du betest. Du brauchst etwas für deine Hoffnung, für deine Zuversicht. Du brauchst etwas für die Schule, damit du den Stress aushältst. Du brauchst eine Zuversicht, eine Hoffnung und eine Erfrischung aus dem Brief, den die Bibel dir schreibt. So, und dieses Wort ist kein leeres Wort. Es ist kein leerer Briefumschlag. Sondern der Herr hat geschrieben in Jesaja 55, denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht wieder dahin zurückkehrt, ist ein Beispiel, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Essen dem Hungrigen, so wird mein Wort sein, das ich aussende. Es wird nicht, nochmal, es wird nicht, sondern es wird bewirken, zu dem ich es ausgesandt. Nochmal, das Wort Gottes wird nicht leer zurückkommen, sondern es wird bewirken, zu dem ich es ausgesandt habe. Versteht ihr? Das ist Samen, das ist ein Samentütchen. Du musst den Samen in dein Herz reinstreuen lassen. Und dann wird Frucht in deinem Leben wachsen. Dann wird dein Geist sich verändern. Dann wird deine Psyche, deine Seele wird sich verändern, weil da drin Hoffnung gesät ist. Deine Gedankenstrukturen werden sich verändern, weil du darin liest, aber der Herr. Das ist das, was für mich aus diesem Brief am meisten immer rausleuchtet. Aber der Herr, aber Gott, versteht ihr? In den Herausforderungen, in denen wir sind, brauchen wir das Aber Gottes. Ich habe das bei der Konferenz auch schon öfter gesagt, weil es mir so wichtig ist, dass wir nicht nur das Wort Gottes lesen als ein, ja wie eine Rechnung oder wie irgendwas, ein Strafzettel. Oh, ich habe gesündigt und jetzt, baff, jetzt kommen aber 10 Punkte im Himmel. Das ist es nicht. Dieses Aber Gottes ist über dein Leben geschrieben. Auch wenn du denkst, die Dinge verändern sich ja überhaupt gar nicht. Den Gedanken musst du als erstes killen. Den musst du als erstes aus deinem Herzen verweisen. Weil nicht das, was du mit deinen Augen siehst, ist der Stand der Dinge. Sondern das Aber Gottes in deinem Leben macht den Unterschied. Aber der Herr. So, und jetzt habe ich gelesen in Briefen, die tatsächlich in der Bibel sind, in der Bibel stehen. Und zuletzt habe ich gelesen tatsächlich die Briefe, die Paulus an den Timotheus geschrieben hat. Und manchmal, da empfinde ich, da ist es, als wenn der Herr eine Betonung auf vielleicht nur zwei Worte legt oder auf einen Satz. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal so gegangen ist. Und du denkst, ha, ist ja ein Ding, habe ich doch schon 1000 Mal gelesen. Ich habe schon 10.000 Predigten drüber gehört. Aber auf einmal ist es, als ob ein Spotlight angemacht wurde auf zwei Worte und du denkst, wow, cool. Und die zwei Worte, die habe ich tatsächlich gefunden. Paulus schreibt an diesen jungen Timotheus. Timotheus war ein junger Typ. Ihm wird der Vorwurf zum Beispiel auch gemacht, hey, du bist so jung, was willst du eigentlich und so. Und Paulus sagt, lass dich davon gar nicht beeindrucken. Der Timotheus hatte einen griechischen Vater und eine jüdische Mutter. Und in dem Brief von Paulus an ihn wird sogar darüber berichtet, dass seine Großmutter und seine Mutter ihn beeinflusst hat im Glauben. Hast du Leute, die dich beeinflusst haben in deiner Kindheit, in deiner Jugend? Hast du Leute, die für dich gebetet haben? Hattest du Jugendkreisleiter, die gesagt haben, hey Mensch, Hacken zusammen, weiter,
Nicht so einen Blödsinn machen, nicht da stehen bleiben, nicht immer dem Fleisch hinterher jabbeln, sondern hey, du bist jemand. Du bist nicht einfach eine Nullnummer. Es gibt Menschen, so wie den Timotheus, der wirklich von Hause aus geprägt wurde. Wenn du ein Kind bist, was gläubige Eltern hat, das ist schon ein Segen in deinem Leben. Das ist schon ein Segen. Und sei dankbar für diese Leute. Ich weiß, dass mich das manchmal gestresst hat, wenn mein Vater oder meine Mutter gesagt haben, weißt du was, das lässt du. Da habe ich gedacht, blöd. So, heute, spätestens dann, wenn du Baby hast, Anna, stimmt's? Dann weißt du, die Dinge ändern sich. Auf einmal weißt du, was gut ist und was nicht so gut ist. Und du möchtest, dass der Segen freigesetzt ist. Timotheus begleitet den Paulus später auf den Missionsreisen. Und dann, wenn ihr lest in diesem 1. Timotheus 4, dann leuchten euch vielleicht, mir jedenfalls, zwei Worte entgegen, die heißen, du aber. Und das ist das, wo ich dachte, das will ich euch heute in den Briefumschlag stecken. Hier stehen lauter Worte drin aus der Bibel, die anfangen im Grunde mit du aber. Du aber heißt so viel wie, denk doch mal nach. Oder die dir Dinge aus der Bibel in Erinnerung rufen. Oder pass auf, denk dran, vergess es nicht, erinner dich, bedenke, was ich sage. Denk dran, was du gehört hast. Denke an die gute Lehre, die du bekommen hast. Du aber, mach den Unterschied. Mach einen Unterschied in deinem Leben. Du aber, stell dich nicht der Welt gleich. Du aber, du bist anders. Du aber, verändere dich zu Gott hin. Verändere dich in sein Ebenbild. Du bist berufen mit einem heiligen Ruf. Wir haben das vorgestern gelesen in Mose. Du bist heilig. Mach einen Unterschied, dass die Leute sehen, dass du heilig bist. Das ist nicht so etwas wie steinalt und verbacken, sondern das ist etwas total Frisches. Tag für Tag erneuert. Mach einen Unterschied. Du bist nicht Bürger dieser Welt, sondern du bist ein Himmelsbürger. Du bist heilig, weil Gott heilig ist und weil der Heilige Geist in dir lebt.